wir sind jetzt im dritten Teil drin. Es zieht gerade das Gläuner Dreigestirn des Veteranenkorps auf die Bühne des Prinzenempfang in Hürnstadtheim beim Thomas und Monika der Lustier Nibbler. Thank you.
Ein Hoch auf
Ich habe diese Schule aus Zeitgründen. Der Staatsbürger ohne Bindestrich, Paul Gruschau. Und die liebreichste Jungfrau, Jungfrau Petra Peter Waffenschmidt. Sie haben eine Prinzenführer, wenn das ist, glaube ich, manchmal ein super drei Jungs, ne? Eine Prinzenführerin zu haben. Prinzenführerin Monika Wolfram Bauer. Und vier Adjutanten haben sie, Adjutantin Maria Gillingenbach, Elke Couchon, Monika Bettin und Siegfried Wolfgang. Hans-Dieter Klaus. Wir haben euch nicht gepusht. Wir haben euch eine heutige Hilfe gepusht. Der UNO-Offizier. Da ist er. Sehr geehrte Prinz Hermann Jung, der erste ist ein karnevalistisches Schwergewicht. Nur aufgrund der Funktion und nicht aufgrund des Gewichtes. Er liebt den Gesang. Sport, seine Gitarre und den ersten FC Köln. Das ist ein bisschen Applaus, ne? Das ist mal herrlich. Frau Paul ist ein großer Campingfreund, war auch schon Prinz, Jungfrau und Prinzenführer. Das war viel Stolz. Und die Figur des Bauern fehlt ihm bisher. Er war sogar, und es ist noch, ich weiß nicht, ob es noch ist, Präsident im Bundesverband Europäischer Narren. Er war es aber, und Karnevalisten, und auch die Jungfrau Petra ist ein alter karnevalistischer Hase. 2008 war er bereits Europaprinzenpaar mit seiner Freundin Dina, und auch er kennt gerne in seiner Freizeit. Und lebe Hermann Josef, du Esserport. Dankeschön. Fastelovn zusammen! Ach, immer noch was schön gesagt. Fastelovn zusammen! Hey, geht doch! Naja. Schönen Dank für die Einladung. Wir sind natürlich der kleinste Ort. Herr Friseur, bringt gute Ehren und halte Ruhe. So, der kleinste Ort aus der Stadt Hürn ist dann der zweitgrößte Ort aus der Stadt Hürn. Was Stopp zum Willkommen. Das haben wir sehr, sehr gerne gemacht. Es ist immer wieder schön, ey. Und wenn man so durch die Reihe guckt, das sieht nur Bekannte. Absolut nur Bekannte. So. Da haben wir schon den Mädchen dran. Der Bauer braucht dann. Kommt nachher. Schönen Dank für den Hinweis. Der Bauer braucht dann Mikroskop. So. Wenn man etwas fast erlaubt, sick oder was ist, nur zu, an den dritten, vierten Bierstück mit meistens so eine kleine Hunger. Man ist ein Brötchen, Air Control. Und dann liegen doch Frikadelle. Und von der Frikadelle, da haben wir jetzt ein Rädchen. Thank you.
liebes Prinzenpaar aus Stürzen. Ich habe am Sonntag durch Zufall ein neues Wort kreiert. Jetzt kommen wir zur Ordnungsumtauschung. Sondern mit mich fast laufen wir. Dankeschön. Heute verhindert, beruflich, so haben wir uns mit unserem tollen Erfolg
unserem Kundenbereich hoffentlich jemand hier bei euch in Stuttgart mit auf der Bühne zu feiern und den Saal schön zu rocken. Wir singen nicht. Wir haben gesagt, es ist und wir haben so viele Reiche und Prinzenfeier, die singen und tanzen. Es ist ganz toll, aber wir haben gesagt, nee, wir machen das nicht. Wir drehen das so weit, machen ein paar schöne Worte, bedanken uns schönartig, wünschen alle natürlich auch eine schöne Karnevalszeit. Wir haben euch natürlich auch ein Motto mitgebracht. Und da gebe ich das Mikrofon jetzt mal an meine Prinzessin. Wir sind auch lange mehr in Existierung. Drei Vereine,
ihr Römisch kennt, die Ballerbänke, dann werdet ihr immer kennen. Die ganze Turzelo mit der Körperei. Und hier sind es drei, manchmal scheiße, Körper, Maßene, Stimmung, gut, nächste Söhne, ja, aber auf einer ganz anderen Seite. Wir stellen unsere Worte vor und uns selber vor in einem kleinen Liedchen. Musik bitte ab. Oh, Paul. Ich habe die Nacht zwei so geöffnet. Wir gehen noch gern, wir sind ein bisschen. Yeah.
das Damenreich der Bergen-Bessen, gestellt von Aufgemein auf Gästen der KI, Hummel und Passel. Herzlich willkommen! Und jetzt versuche ich das mal. Lüstige Lippen.